Taschentuch. Danke. Vor allem solltest du dich nicht so aufregen. Das führt zu nichts. Aber ist es besser, wenn er nichts davon erfährt? Das ist unmöglich. Das wirst selbst du begreifen müssen. Aber was sollen wir denn machen? Damit hat er doch auf keinen Fall gerechnet. Es ist deine Schuld, dass er nie mit irgendetwas rechnet. Du mit deinem angenehmen Leben, mit deinem Rosenduft und Mondenschein. Deine Bälle für Kinder, deine Bälle für Alte, deine Bälle für Jungverheiratete, deine Bälle für Katastrophenopfer, deine Bälle für Dekorateure, deine Bälle für Schriftsteller, deine Bälle für die Organisatoren von Bällen und all die anderen Bälle. Wie viele Hochzeitsreisen hast du eigentlich gemacht? Aber das war doch, um unseren Hochzeitstag zu feiern. Du hast ihn zugrunde gerichtet mit deinen hübschen Tricks. Aber sei's drum, er zieht dich nun einmal meiner Person vor. Ich bin nicht eifersüchtig. Oh nein, ganz und gar nicht. Lass mich nur die Ältere und Weisere spielen. Es können ja nicht alle schön und dumm sein. Ich kann es ihm nicht sagen. Ich kann nicht. Das nehme ich auch nicht. Ich bin es gewohnt, für andere den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Aber Marguerite, nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit. Ihm wird das Herz vor Schrecken stehen bleiben. Wir haben nicht die Zeit, uns dafür Zeit zu nehmen. Die Zeiten sind vorbei. Es ist zu spät, Marie. Du brauchst überhaupt nicht so zu schreien. Dein billiges Parfum hat ihn gebannt. Oh, der Gestank macht mich würgen. So ein schlechter Geschmack. Ja, es ist nun mal seiner. Es hat ihn alles vergessen lassen. Sein Kopf ist voller Löcher. Wie ein kolossaler, ein kolossaler, ein kolossaler Gouda. Was? Ein Gouda, ein riesenhafter Gouda. Bitte was? Ein Käse, ein kolossaler Käse. Sieht wie ein kolossaler Käse aus? Mit dir kann man nicht reden. Ach, er wird sich dagegen verwehren. Zu Anfang, das ist normal. Ich lasse ihn nicht gehen. Ich liebe ihn. Ich auch, Schätzchen. Du? Dein Make-up ist verlaufen. Oh. Mach, dass du in dein Zimmer kommst. Du brauchst mich überhaupt nicht so rum zu kommandieren. Oh. Willst du etwa das Kommando übernehmen? Ach, sicher, Majestät. Ja, ich will es mal so sagen.
Unrecht schlägt den eigenen Herrn. Aber wer zuletzt lacht, lacht am besten. Man muss den Beweisen ins Auge sehen. Die Sonne ist Stunden später aufgegangen, als der König befohlen hatte. Das spricht doch Bände. Ich weiß gar nicht, wovon du redest, Jules. Mach du deine Arbeit und stecke deine Nase nicht in unsere Angelegenheiten. Ich stecke meine Nase nirgends hinein. Aber als ich heute Morgen hier hereinkam und diesen Trümmerhaufen im Wohnzimmer sah, da wusste ich, Stärke, ich spürte, dass heute die Stunde der Wahrheit schlagen würde. Jules, darf ich dich etwas fragen? Gerade heraus. Sicher, Majestät, immer. Ich stehe voll und ganz zu Ihrer Verfügung und nicht allein zu Ihrer, sondern der ganzen Familie. Wie ist die Situation im Reich, Jules? Um die Wahrheit zu sagen, Majestät, muss ich die Wahrheit sagen? Ja, Jules, in Gottes Namen, beschönige nichts, sondern sage uns unumwoben, was du zu sagen hast. Nun, um ganz ehrlich zu sein, die Situation ist völlig hoffnungslos. Während unsere Soldaten ausschlafen, liegt der Feind an den Plätzen auf der Lauer. Holstein und Bergen, sogar die königlichen Ländereien liegen. Deiche werden die Verwandtschaften haben einen linkslänglichen Streit an den Königlichen. Im Wohnzimmer zu hören. Ja. Sicher, wo ist Königin Marie, wenn ich so frei fragen darf? Mit ihrer Toilette beschäftigt. Noch bevor es hell wurde, war sie. Sie weinte. Lachen oder weinen, etwas anderes fällt euch. Ihre Majestät, Königin Marie. Zweite Ehefrau des Königs. Erste seines Herzens. Seine Majestät der König. Achtung! Seine Majestät. Lang lebe der König. Wo hat er seine Pantoffeln gelassen? Schlechte Manieren sind das, barfuß herumzulaufen. Man sieht uns ihn doch. Sonst erkennt er sich noch. Mag er sich doch erkennen oder nicht, das ist doch egal. Es sind schlechte Manieren. Geh die lieber wegmachen. Doch, ich hatte sie schon weggemacht.
dass Ihre Majestät noch schlief. Aber dann putze ich eben zum dritten Mal, es ist ja noch Zeit. Ja, dafür bist du auch da. So, sehen Sie. Und jetzt? Ich weiß auch nicht, wo die herkommt. Die sind immer wieder da. Ach, die sind immer wieder da, die sind immer wieder da. Ja. Oh, oh, oh. Was hast du denn, mein Liebchen? Was ist denn? Oh, nichts. Es ist wirklich nichts. Oh, komm, 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 komm. Oh, oh, du hast ja Ringe unter den Augen. Warum weinst du denn? Oh, Gott. Oh. Ich will nicht, dass man ihr zu nahe tritt. Und warum sagt sie, oh Gott? Das ist nur so ein Ausdruck. Siehe, ich muss sie von etwas in Kenntnis setzen. Nein! In Kenntnis setzen, wovon? Marguerite, halt bloß deinen Mund. Oh. Halt du deinen Mund. Oh. Liebling? Ja? Es ist überhaupt nicht wahr, was sie sagt. Oh, Liebling, was ist denn nicht wahr? Siehe, wir müssen Ihnen mitteilen, dass Sie sterben werden. Oh nein! Heute Morgen mit dem Land? Mit dem, was davon noch übrig ist? Da ist noch eine ganze Menge übrig. Größer als eine Briefmarke wird es kaum sein. Das ist groß genug. Während unsere Soldaten in die andere Richtung schauen, setzen unsere Feinde die Grenzpfähle zurück. Ach, lass sofort den Kriegsminister kommen. Der ist im Urlaub, Sire. Ja, was denkt er sich? Dann ruf ihn an und befehl ihm schnurstracks hierher zurückzukehren. Die Telefonleitungen sind durchgeschnitten, Majestät. Ja, also, das geht doch nicht einfach so. Dann rufen wir unverzüglich den ersten Minister. Der erste Minister saß heute Morgen am Bach und angelte. Na, sehr schön, dann bring ihn her. Er ist in den Bach gefallen. Schön, ja. Dann angle ihn heraus.
Der erste Minister konnte nicht schwimmen. Ich verstehe. Das ist ein Putsch. Ihr wollt, dass ich abdanke. Ja, das wird das Beste sein. Danke freiwillig an. Nein! Liebling? Ja. Davon kann ja wohl nicht die Rede sein. Ja, ja. Du bist der König. Zeig, wer du bist. Ja. Du musst sie verhaften lassen. Ja. Till, verhafte sie. Bitte? Verhafte sie. Das ist es. Gib deine Befehle. Ja. Schließe sie im Turmzimmer ein. Ja. Der Turm ist eingestürzt, Majestät. Dann sperr sie in die unterirdischen Kerker. Ja, in die unterirdischen Kerker. Wir haben keine Kerker. Ah, dann sperr sie in den Kaninchenstall. Aber sofort, los, verhafte sie, ich befehle es. Verhafte sie. Verhafte sie, die Hexe, das Monster, den Drachen. Verhafte sie. Lang lebe der König. Im Namen seiner Majestät! Im Namen des Königs! Ich verhaft! Er scheint sich nicht sehr anzustrengen. Was ist los mit dir? Sprich! Denkst du denn, du bist dein Standbild? Nun mach schon! Ich befehle, dass das Dach verschwindet! Ja, ja.
ja. Ich befehle, dass es regnet. Ja. Ich befehle, dass das Gras wächst hier. Du hast mir versprochen, dass ich dann erst sterbe, wenn ich mich selbst dazu entschließe. Weil ich dachte, du würdest dich früher dazu entschließen. Aber du hast Geschmack bekommen am Königsein. Könige sollten unsterblich sein müssen. Das sind sie auch. Für eine Weile. Ach, ich bin betrogen. Man hätte mich warnen müssen. Ich habe dich gewarnt. Ja, zuerst hast du mich zu früh gewarnt, jetzt warnst du mich zu spät. Du hast es immer wieder hinausgeschoben. Als du 20 warst, sagtest du, wenn du 40 bist, würdest du darüber nachdenken. An deinem 40. Aber ich war noch so jung, ich war so gesund. Wolltest du auf deinen 60. warten? Du bist 60 geworden. 90 Jahre, 125 Jahre, 400 Jahre. Du hast es immer wieder hinausgeschoben. Zuerst für 10 Jahre, dann für 50 Jahre. Du hast es hinausgeschoben bis in alle Ewigkeiten. Ich wollte gerade damit beginnen. Ach. Wenn ich doch noch ein Jahrhundert vor mir hätte, vielleicht hätte ich dann Zeit. Warum bin ich überhaupt geboren worden, wenn es nicht für immer ist? Schlechter Scherz. Vor 5 Minuten bin ich auf die Welt gekommen, vor 3 Minuten habe ich den Thron bestiegen, vor 2,5 Minuten habe ich geheiratet, keine Zeit gehabt, mein Leben uff zu sagen, keine Zeit gehabt, das Leben kennenlernen zu können. Ich habe keine Zeit gehabt. Du hast immer gesagt, du hättest alle Zeit der Welt. Ich habe keine Zeit gehabt. Nein. Ich habe keine Zeit gehabt. Ich habe keine Zeit gehabt. Du hast doch alle Zeit der Welt. Kommt Zeit, kommt Rat, Majestät. Ich will noch einmal neu beginnen. Ja, ich will in der Zeit zurückgehen. Ja, ich will in die andere Richtung. Ich will klein und kleiner werden. Ein Schuljunge, ein Knirps, ein Baby. Ja, ich bin ein Baby! Oh nein! Und du bist mein...
meine Mutter. Ich, Majestät, ich bin schön, ja, ihr Diener. Ja, wo ist denn mein Spielzeug? Wo sind denn meine Bilderbücher? Aber Majestät, die haben hier schon vor 300 Jahren auf den Müll geworfen, Majestät. Das kann doch nicht wahr sein. Seine Majestät der König, Achtung! Seine Majestät. Ich bin keine Majestät, ich bin ein klitzekleines Menschlein und ich liege noch in der Wiege. Ja, Sieh doch nur, Majestät, er ist wieder klein geworden. Ein richtig kleines Kind. Ein hässliches Kind. Es ist eine sehr schöne Rasse, Majestät. Ja, ich kann nicht lesen, ich kann nicht schreiben, ich kann nicht zählen. Wie viel ist 2 und 2? 2 und 2 ist, 4, kleiner Königsmann. Ja. Ach ja? Ta, ta, ta. Bulle, bulle, bulle. Ein lieber kleiner Junge. Ja. Erzählt Mama eine Geschichte vor dem Schlafengehen? Ja, komm. Ja, ups, ups. Das darf doch nicht wahr sein. Es war einmal eine Hexe mit ganz langen Fingernägeln. Nein, nein! Nein, Mama, nichts über Hexen. Och, hat man unbedingt etwa itzi-bitzi Angst vor bösen Hexen? Darauf kannst du Gift nehmen. Da kommt von der Erdnuss. Es war einmal ein Riese mit Händen so groß wie Kohlenschaufeln und mit einem feuerroten Bart. Nein, 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 nein. Nein, nichts über Hexen und Riesen und Drachen oder Monster, sondern eine schöne Geschichte mit einem. Und so lebte er noch lange glücklich und zufrieden. Ende. Ja, das kann man doch haben, mein kleines Trommeldummelchen. Aber das ist doch nur ein Märchen, mein Würmchen. Ich hoffe nur, die Tür ist abgeschlossen. Womöglich kommt noch jemand herein. Mein braver Kinderkönig ist doch bestimmt sehr froh. Wie alt bist du denn, mein Königchen? Wie viele Fingerchen zählt ihr, mein kleiner Krümel? 4. Doch, ist mein Schätzchen Plätzchen schon 4 Finger groß. Ja. Sag mal, Kikuk zur Mama. Sag Kikuk. Kikuk. Sag Kikuk zu mir. Kikuk. Kikuk. Das sind meine Mädchen. Das ist mein Kind. Das ist mein Hündchen mit Zähnchen darin. Ja. Das ist meine Äuglein, mein Öhrchen, mein Haar. Und jetzt noch mein Näschen. Da ist der König. Da, da, da. Mein kleiner Hüpfer. Wenn die mit uns befreundeten Mächte hier vom Wind bekommen, so bedeutet das einen diplomatischen Tumult oder mindestens einen Gesichtsverlust für das Auswärtige Amt. Nichts diplomatischer Tumult, nichts Auswärtiges Amt. Lass alle meine Minister im Bach ersaufen oder von mir aus für immer und ewig in Urlaub fahren. Ja, sicher, Majestät. Es dreht sich hier um mich. Das ist mein Sterbetag und von niemand anderem. Aber Liebling, sag doch sowas nicht. Marie, ich werde dich so sehr vermissen. Ich dich auch. Wenn ich Albträume habe und im Schlaf weine, dann machst du mich wach, du küsst mich, du beruhigst mich, wenn ich nicht schlafen kann. Aus dem Zimmer geh. Dann werde ich aufwachen und hole dich zurück. In deinem rosa geblümten Nachthemd. Bring ich dich ins Bett zurück. Das macht die Frau auch immer. Ach, mit dir teile ich meine Erkältung und meine Grippe. Am Morgen öffnen wir zur gleichen Zeit die Augen. Das macht meine Frau auch immer. Wir denken zur gleichen Zeit dasselbe. Ich spreche den Satz zu Ende. Den ich in meinem Kopf begonnen habe. Das macht meine Frau auch immer. Ich schrubbe dir den Rücken, wenn du in der Badewanne sitzt. Das macht meine Frau auch immer. Du suchst meine Krawatten für mich aus.
Sie gefallen dir nicht immer. Da gibt es jedes Mal Streit. Oh, aber niemand wird das erfahren. Der Schlappschwanz. Ich kann es einfach nicht leiden, wenn mein Haar so unordentlich ist. Senorin. Dann kämme ich ihn. Doch, das macht meine Frau auch immer. Wie rührend. Wie rührend. Zuerst mit Tränen und Verdruss, jetzt mit
Bitterkeit und Gelache. Das bindet ihn, das bremst ihn, das hindert ihn. Das ist doch lächerlich, Marguerite. Lächerlich. Du willst einen Mönch aus ihm machen. Das war er nie. Und das wird er auch nie sein. Seine Majestät, der König. Achtung, ja. Seine Majestät. Wenn Sie vielleicht ein Kloster vom König nehmen könnten. Ja. Und Sie, ein Profil von hier. Ja. Alles. Gut. So. 5. Ja. 4. Ja. 3. 2. Niemand soll mich vergessen. Die Erinnerung an mich soll weiterleben in allen Geschichtsbüchern. Alle sollen mein Leben auswendig lernen. Die Kinder in den Schulen und die Gelehrten sollen keine anderen Studienfächer haben als mein Leben, mein Königreich, meine Heldentaten. Alle Standbilder sollen zerstört werden und meins auf allen Plätzen. Alle anderen Könige, Kriegshelden, Tenöre, Philosophen sollen vergessen sein. Alle Menschen sollen meinen Namen tragen, den gleichen Vornamen und Familiennamen für alle. Setzt meinen Körper auf einen Thron im Palast für immer und ewig. Die Köche sollen mir zu essen bringen und Musikanten für mich spielen. Für immer und ewig. Punkt. Ich habe Mitleid mit euch, wenn ich daran denke, dass ihr mich missen müsst, dass ihr mich nie mehr sehen werdet, dass ihr allein und verlassen sein werdet. Habt Mitleid mit dem König. Dem jungen König, dem armen kleinen König, dem alten König. Es wird nicht genug geweint. Ihr weint gar nicht gut genug. Wir tun unser Bestes, Majestät. Ihr weint nicht echt genug. Oh. Ah ja. Und du, Marguerite? Ich auch. Ah.
liebe Eintopf mit Rippchen, Möhren, Zwiebeln, ja, Kartoffeln mit einem Stück guter Butter, feste gerührt. Wie heißt er? Rippchen, Zwiebeln, die frischen, harten Möhren werden weich und breiig. Wie heißen sie? Ein dampfender, orangener Berg und obendrauf ein See aus Brühe. Wie heißt du? Was? Wie ist dein Name, dein Vorname? Mein Vorname? Ja. Wie heiße ich? Ja. Wie ist mein Name, mein Vorname? Dein Vorname? Ja. Den haben wir alle vergessen. Oh, es muss ein wundervoller Name sein. Ein ganz vornehmer Vorname. Wie heißt er denn? Ja, er weiß es nicht mehr. Es war so etwas wie, also... Also, ich finde, das ist eine ziemlich freche Frage. Er will mir nicht einfallen. Er hat ein Recht darauf, deinen Namen zu kennen, da sein jahrelanger Dienst zu Ende geht. Ja, kannst du mir nicht noch den richtigen Weg helfen, Marie? Ja, Xavier. Oder Alexander. Archibald. Etwas dergleich? Nein, im Gegenteil. Wie nannten Sie mich doch gleich, verdammt nochmal? Ich will später einmal sagen können, ich habe unter König so und so gedient. Ja, ja, ich müsste ihn ja auch eigentlich wissen. Weißt du ihn nicht, Marguerite? Ich habe ihn mal gewusst. Ach. Es ist schon lange her. Wir waren noch verlobt. Es war etwas mit einem Du drin. Hans, Hector, mit Parsifal. Evelyn, mit einem U. Schau mal in deine Mailbox. Verdummt, gute Idee. Thank you.
irgendwann ist der Tod nie. Früher hat er im Schlaf geschnarcht. Was tut er heute noch? Ach, er hat immer so viel gearbeitet. Er gearbeitet 18 Stunden am Tag, geschlafen hat er nicht. Das ist ein Gerücht! Er hat das Frühstück erfunden und der Telefon. Auf den höchsten Bergen, da war er schon. Ja, ja, in allen Leben, Tagen, Jahren, musste er das Leben wagen, wagen. Siehst du, wie ein
Herzen.